Vorgestern hatten wir die Möglichkeit, die LR1 vorzustellen. Jetzt schießen wir sie mal. Vincent, leg los. Zwei Schuss, erst du, dann ich. Freue mich, dass du da bist. Machen wir. Magazin. Wir schießen auf 100 Meter. Können auch noch mal was zum Glas sagen. Es ist ein Steiner, was wir hier drauf haben. Richtig, einmal mit einem Steiner M5XI und einer Spurmontage. Die Leute, die hier geschossen haben, waren sehr, sehr begeistert von der Kanone. Sieht man auch an den Klicks. Also es ist Stand jetzt das beste Video vom Geartester Festival. Freut mich zu hören. Super. Okay, dann legen wir mal los. Okay. Druckpunktabzug, 900 Gramm, steht trocken. Treibe ist schon hinten. Gut, gucken wir mal. Einmal drücken und dann machen wir nochmal einen Switch. Jawohl, gerne. Ich habe gestern auch das allererste Mal geschossen hier auf dem Geartester Festival. Und so langsam, wenn man dann das erste Mal geschossen hat, man wird dann wirklich, man will dann immer mehr, ne? Das ist richtig, süchtig macht es. Muss man sagen. Muss man sagen. Gut, jetzt gucken wir mal. Da kommt die Scheibe. Wie das hier aussieht. Ja gut, das solltest du locker toppen können. Naja, gut, okay. Aber das ist dafür. Früh am Morgen, Vincent, das kann dich sehen lassen. Erste Mal mit der LR1 von Hähne. Ich mache erstmal einen Trockenabschlag, um ein Gefühl für den Trigger zu bekommen. Und man muss sich natürlich auch richtig hinsetzen. Okay. Das fühlt sich gut an. Gucken wir mal, auch zwei Schuss. Mal gucken, ob ich Vincent toppen kann. Vincent sagt jetzt gar nichts mehr. Vor Ehrfurcht. Bin der Start, vor Ehrfurcht der Start. Quatsch. Gut. Ich muss ein bisschen rüber her. Mein Arm ist nicht richtig drauf. Okay. Den sehe ich nicht. Gut, werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Schießen macht Spaß. Macht es absolut. Und was ist dein Eindruck, Matze? Gute Frage. Ich habe ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, ob das hier am Tisch liegt, hier hinten meinen Arm richtig aufzusetzen. Aber es ist nicht ganz vom Schießen her wirklich allererste Sahne. Und naja, komm, also das können wir ruhig mal zeigen da oben, ne? Ja, also das ist, was ist das? 1,2 Zentimeter. Also ich bin schon in Form, mein lieber Vincent. Du musst noch ein bisschen üben. Du kannst aber dein Ergebnis noch mal zeigen. Das lag einfach daran, dass du noch nicht richtig wach bist. Muss das denn sein? Das muss sein. Ein bisschen den Druck erhöhen, mein lieber Vincent. Aber insgesamt kann man einfach sagen, es macht wirklich Spaß. Und das ist ja auch Sinn und Zweck des Geartester-Festivals, dass man halt einfach mal solche sportlichen Gewehre, die demnächst im Handel dann verfügbar sind, und die man natürlich logischerweise im Fachgeschäft nicht gleich testen kann, einfach hier mal bei so einem Event einfach mal, wie ich es immer so schön sage, unter die Lupe nehmen kann. Vincent lässt es sich natürlich nicht nehmen. Jetzt ist der Wettkampfgeist erwacht. Jetzt machen wir auch noch mal zwei Schuss. Ich weiß, du kriegst es besser hin, mein Jung. Ja, mit zwei ist das Ganze auch eigentlich nicht erledigt. So. Finde ich gut, dass du das nicht so auf dir sitzen lassen willst. Nicht. Du willst es jetzt, ne? Kann ich nicht. Gut, gucken wir mal. Jetzt musst du aber auch liefern, mein Lieber. Ich verspreche das. Du weißt, gestern, dieses Modell war das beste Video von gestern. Das interessiert die Leute. Steht man noch mehr unter Druck. Ja.
Unter Druck werden Diamanten geschliffen, ne? So ist es, glaube ich. Ja, vom Abzug sah das schon sehr gut aus. I have a good feeling. Hast du noch einen drin, ne? Ich habe 5 reingemacht. Oh, der macht eine Fünfergruppe. Gucken wir jetzt mal. Schuss Nummer 3. Schuss Nummer 4. Auch der Schlossgang geht wirklich sehr gut. Schuss Nummer 5. Jetzt kommt die große Auflösung. Was sagst du? Dein Gefühl? Ich sehe es ja von hier. Sieht ganz gut aus. Was sagt dein Gefühl? Also ich sag mal so. Meinst du, du hast mich zu viel unter Druck gesetzt? Nein, absolut nicht. Du warst erst noch nicht so richtig wach. So sieht aus. Das ist manchmal so. Hat mich wachgeschüttelt. So, jetzt gucken wir mal. Ja, also das ist doch wirklich, das ist ja fast Loch in Loch. Das ist Loch in Loch. Hast du auf deine Gruppe wieder gehalten, ne? Ich habe wieder auf meine Gruppe gehalten. Und da waren vorher schon 2 Schuss? Da waren vorher schon 2 Schuss. Ich glaube, die beiden waren es vorher. Und es sind jetzt 5 Schuss. Also das ist wirklich, das kann man mal zeigen. Da hast du 2-mal Loch in Loch geschossen. Nee, 3-mal Loch in Loch geschossen, ne? Sind 5 Schuss drauf, ja. Also insgesamt wie gesagt, die beiden, das waren die ersten. Ja. Und insgesamt und das sind jetzt nochmal 5. Genau. Da hast du mich ja jetzt nochmal getoppt, mein Lieber. Top. Freut mich, dass du da warst und hoffe, du hattest Spaß. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu Micha.